In diesem Checkup geht es um die unterschiedlichen Ausführungen der Spannrolle in unseren Kits CT1139. Ist es euch auch schon mal aufgefallen in unseren Kits CT1139, dass ihr entweder die oder die Variante Spannrolle vorgefunden habt? Das liegt daran, weil der Fahrzeughersteller beide Varianten verbaut. Ist aber nicht weiter dramatisch. Wir haben hier eine kleine Änderung. Das heißt, bei der einen Spannrolle haben wir hier einen Gegenhalter, der am Motor arretieren muss. Und bei der zweiten Variante entfällt dieser Gegenhalter. Des Weiteren hat sich die Spannrichtung geändert. Das heißt, bei dieser Spannrolle drehen wir gegen den Uhrzeigersinn und bei dieser Spannrolle wird im Uhrzeigersinn gespannt. Das sind auch schon die beiden einzigsten Unterschiede. Egal, welche Spannrolle ihr im Kit vorfindet, ihr könnt beide problemlos verbauen. Eine genaue Einbauanleitung und die technische Information findet ihr bei uns im Pick. Alles klar? Dann lasst gerne mal einen Kommentar oder einen Like da. Bis bald in der Werkstatt.